Herzlich willkommen, Scheiße. Ah, Entschuldigung. In diesem Video sprechen wir ganz kurz darüber, wie Dieter Stark, der Typ aus The Lost World, Jurassic Park 2, hätte denn den Angriff der Kompis überleben können. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und wir besprechen das und noch ein bisschen mehr jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. So Leute, sorry für den ganz kurzen Lachflash am Anfang. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie Dieter Stark das Ganze hätte überleben können und wollte mir dann einfach nochmal von einem guten Kollegen, der auch sehr tief in dem Jurassic-Universum mit drin ist, einfach mal eine Meinung einholen. Und seine Antwort auf meine Frage hin, wie die Figur hätte die Situation überleben sollen, ist ganz einfach folgende gewesen. Alter, ich frag mich eher, wie er es geschafft hat, von diesen Viechern getötet zu werden. Wie Meta muss man drauf sein, um von dackelgroßen Dinosauriern gekillt zu werden? Gute Frage. Wie hat er es geschafft, es von diesen Dinosauriern getötet zu werden? Lassen wir gerade nochmal kurz Revue passieren, was denn wirklich passiert ist. Dieter Stark ist ja auch eine Figur, die definitiv eingeführt wurde, dass wir sie wirklich hassen. Ich meine, eine der ersten Szenen, die wir mit ihm haben, ist glaube ich eine, in der er einem Kompi den Elektroschocker in der Hand eben ins Gesicht rammt und dann das Tier eben dann damit verscheucht. Hier haben wir auch so ein ganz cooles Foreshadowing, was Steven Spielberg ja sehr gerne in seine Filme einbaut, wo dann eben auch der eine Kollege von Dieter eben sagt, der Kompi hat keinen Grund, Angst vor Menschen zu haben. Hier auf der Insel hat ihm nie jemand was getan. Daraufhin greift eben Dieter zum Elektroschocker, schockt den Dino und sagt dann, jetzt hat er aber einen. Ich war noch sehr jung, als ich den Film gesehen habe, aber ich glaube heutzutage, in meinem jetzigen Alter, hätte ich genau in diesem Augenblick gesagt, alles klar, der stirbt später und zwar wird er von so einem Kompi gefressen. Die Frage hierbei wäre, wie hätten denn die Tiere das irgendwie machen sollen? Ich meine, das ist ein erwachsener Mann. Wir sehen ja zu Beginn von The Lost World Jurassic Park, wie die Kompis auch ein Mädchen angreifen und die eben sehr schwer verwunden. Aus den Büchern, und die muss ich jetzt mal ganz kurz hier zur Seite ziehen, wissen wir auch, dass die Tiere eher kleinere Beute suchen. In den Büchern wird zum Beispiel beschrieben, dass die Kompis ganz gerne Babys auf dem Festland angegriffen haben. Deswegen musste sich Spielberg hier eine Idee einfallen lassen, wie das Ganze Sinn machen würde, wie hätte denn ein Kompi, oder jetzt in dem Fall, wie hätte eine ganze Gruppe Kompis denn einen erwachsenen Mann erledigen können. Im Film sehen wir, dass die Kompis Dieter eben angreifen und immer wenn er dann zu Boden fällt, springen sie auf ihn drauf und knabbern so ein bisschen an ihm rum. Später sehen wir dann, wie er über einen Baumstamm drüber fällt und die Kompis hinterher springen und ihn dann scheinbar fressen. Also wir hören nur noch qualvolles Geschrei und Blut läuft unten unter einem Baumstamm hindurch einen Fluss entlang. Schauen wir uns erstmal an, was genau hier wirklich passiert sein könnte. Ich glaube, da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht oder haben das Ganze schon mal in einem Livestream besprochen, wie es denn möglich sein kann, dass Dieter so geschwächt ist, dass er diese Dinosaurier nicht mal hätte abwehren können. Denn auch wenn ich eben gerade drüber gelacht habe über die Aussage von meinem Kollegen, hat er irgendwie recht. Wie haben diese kleinen Dinosaurier denn, auch wenn es mehrere waren, es geschafft, einen erwachsenen Mann komplett zu töten? Punkt Nummer 1, die Tiere scheinen sehr hartnäckig zu sein. Im Film kommt das Ganze zwar nicht so rüber oder ist im Film wahrscheinlich auch nicht de facto so gegeben, aber im Drehbuch angegeben, dass Dieter über einen gewissen Zeitraum von diesen Tieren gejagt wird. Im Film kann das gar nicht so lange sein, weil wir sehen ja dann, wie die Gruppe von Dieter eben eine Pause macht und dann wird Dieter eben gefressen und danach geht die Gruppe eben weiter. Das heißt, der Tod muss innerhalb von dieser kurzen Pause eben auch dann passiert sein. Im Originaldrehbuch ist allerdings hinterlegt, dass diese gesamte Szene sich über einen kompletten Tageszeitraum hinweg abspielen sollte und dass Dieter am Ende eben einfach komplett geschwächt zusammenbricht, eben dann hinter diesem Baumstamm und deswegen von den Tieren gefressen wird. Ein weiterer Grund dafür ist eben auch eine Sache, die wir im Buch beschrieben bekommen, die im Film zwar so, glaube ich, nie 1:1 gesagt wurde. Aber die einfach Sinn ergeben würde. Denn die Dinosaurier haben eine Art von giftigem Speichel in sich. Dieser Speichel lähmt die Opfer, je länger der Speichel eben dann auch im Körper drin ist, und kann bis zu Fieber und Lähmung führen. Genau das könnte hier auch passiert sein, denn wir sehen ja auch, dass die Kompis Dieter schon öfter mal angeknabbert haben und dadurch könnte sich dann der Speichel in seinem Blut, in seinem Körper verbreitet haben und deswegen hätte er dann am Ende einfach keine Kraft mehr gehabt, wäre eventuell auch von der lähmenden Wirkung ein bisschen erschöpft. Mein Problem ist einfach nur hier die kurze Zeitspanne, wo ich das Ganze abspielt und eben die Tatsache, dass Dieter ja quer durch den gesamten Dschungel schreit und niemand ihn einfach um Hilfe schreien hört. Dieser Charakter ist allerdings de facto im Jurassic-Universum in The Lost World
Jurassic Park 2 von den Kompis gefressen worden. Wir beschäftigen uns einfach jetzt mal damit, wie Dieter hätte denn das Ganze überleben können. Zum einen könnte man hier sagen, ja, der ausschlaggebende Punkt war der Anfang gewesen, an dem Dieter mit einem Elektroschocker einen Kompi geschockt hätte. Da muss ich aber sagen, nee, irgendwie nicht. Also ich meine, er wäre ja so oder so auf die Dinosaurier getroffen und ich glaube, sie hätten ihn auch trotzdem angegriffen, wenn er den Kompi am Anfang eben nicht geschockt hätte. Die Szene mit dem Kompi am Anfang des Films ist eben einfach nur ein Foreshadowing auf das, was dann später passiert, hätte aber keinen Einfluss genommen. Also auch wenn Dieter nie auf diesen einen Kompi getroffen wäre, hätte er sich trotzdem später im Dschungel verlaufen, wäre trotzdem auf die Kompis getroffen und die hätten ihn wahrscheinlich trotzdem versucht zu fressen. Ebenfalls müssen wir als gegeben nehmen, dass Dieters Stimme, die komplett durch den gesamten Dschungel hallt, anscheinend nicht an seine Gruppe durchdringt. Das heißt, er wird einfach nicht gehört, egal wie laut er schreit. Das müssen wir jetzt hier mal als Fakt nehmen, weil das passiert ja eben auch so im Film. Deswegen müssen wir uns hier auf eine andere Sache fixieren, die Dieter eventuell das Leben gerettet hätte. Ähnlich wie auch bei Dennis Nedry würde ich sagen, dass wenn eine Gruppe von Leuten, in diesem Fall eben diese Injun-Soldaten und Söldner, wie auch immer, auf eine Insel kommen, dass die sich dann eventuell vorher auch mit den verschiedenen Dinosaurierarten auseinandersetzen und dann vielleicht auch wissen würden, ey, die haben eben eine Art von giftigem Speichel, wenn das überhaupt der Fakt auch in den Filmen ist, und deswegen können sie den Körper lähmen. Da könnte man jetzt aber auch wieder einhaken und sagen, ja gut, in der Realität ist das auch nicht so. In der Realität wissen meistens Ärzte und Sanitäter solche Details. Die wissen dann die anderen Leute eben nicht. Da ein Sanitäter nicht, in diesem Augenblick jedenfalls nicht, an Dieters Seite gewesen ist, kann man auch das irgendwie zur Seite nehmen. Eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist, und da kommen wir nochmal ganz kurz zum Ursprung zurück, was ich ganz am Anfang des Videos erwähnt habe, dass die Kompis ja immer dann angreifen, wenn jemand eine bestimmte Höhe hat. Das heißt, die greifen gerne Kinder an, sie greifen Säuglinge an und sie greifen auch einen erwachsenen Mann an, wenn er am Boden liegt. Dieter fällt permanent zu Boden. Ich meine, natürlich muss er das auch irgendwie, weil sonst würde die ganze Szene kaum Sinn ergeben. Aber ich bin der Meinung, dass genau das der ausschlaggebende Punkt ist. Dieter gerät einfach sofort in Panik. Zwar versucht er das Ganze noch irgendwie cool und lässig und auch sehr aggressiv dann zu lösen, aber durch seine pure Panik und das ständige Zurückschauen und das geradeauslaufen, ich meine, der Kerl läuft ja in eine Richtung und schaut andauernd nach hinten, dann fällt er wieder hin, die Kompis springen wieder auf ihn drauf. Das passiert ja mehr als nur einmal. Sollten diese Tiere wirklich eine Art von giftiger Substanz im Speichel haben, und nur so kann ich mir das erklären, dass Dieter auch wirklich gestorben ist dann zum Schluss, ist das mitunter einer der ausschlaggebendsten Punkte. Dieter hätte einfach, so dumm es jetzt auch klingt, irgendwo versuchen müssen, die Ruhe zu bewahren. Ich meine, was wir nämlich später auch sehen, ist, dass die Kompis Abstand zu ihm halten, wenn er sie ansieht. Ebenfalls rennen sie weg, wenn er auf sie zurennt. Also er hätte genug Chancen gehabt, sich erstmal zu besinnen, ein bisschen in sich zu gehen und die Tiere von sich fernzuhalten. Noch dazu hat ihm hier die Orientierung gefehlt und das ist wahrscheinlich auch mitunter der springendste Punkt, was Dieter dann zum Schluss auch wirklich das Leben gekostet hat. Er wusste nicht mehr, wo er wirklich hin sollte. Also er ist ja nur ganz kurz pinkeln gegangen, mal Butter bei die Fische. Ich glaube, die meisten von uns haben sich auch schon gewundert, gerade ebenso als Mann, warum geht denn der jetzt so weit weg? Ich meine, der läuft schon ein ganzes Stück weg, obwohl da Mammutbäume um die Ecke stehen, die sind größer als die ganze Wohnung, in der ich drin wohne. Dieter hätte theoretisch die Gruppe überhaupt nicht so weit verlassen müssen, um eben zu pinkeln. Ja, dieser Mann hätte reichlich Möglichkeiten gehabt, um das Ganze zu überleben. Nichts davon ist ihm gelungen. Er hat die Orientierung verloren, er hat die Gruppe zu weit weg verlassen, er ist ständig hingefallen. Er hat sich mit dem Speichel Dinosaurier infizieren lassen. Dieter hat so ziemlich jeden Fehler gemacht, den er hätte machen können. Verdient mögen die einen jetzt sagen, ja, das weiß ich jetzt nicht, da würde ich sogar nochmal einhaken, das ist aber vielleicht ein Thema für eine andere Diskussion. Ich glaube, hiermit haben wir das Problem auch mehr oder weniger gelöst, durch klitzekleine Stellschrauben, und bei Dieter sind es wirklich einige, hätte diese Figur diesen Moment überleben können. Jetzt bist du immer du gefragt, wie sind deine Ideen dahinter? Hast du noch andere Ideen oder andere Möglichkeiten, wie diese Figur hätte aus The Lost World lebendig rauskommen können? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.